Ich habe mir vorgenommen, wieder den schnellsten Putzroboter der Welt zu bauen, weil mir der Rekord von einem anderen YouTuber abgeknüpft worden ist. In der letzten Folge dieser Videoreihe haben wir bereits das Chassis gebaut und die ersten Fahrversuche unternommen. Und heute werde ich die ersten Hochgeschwindigkeitstests machen und hoffentlich den Rekord brechen. Bei dem letzten Test in meiner Wohnung hatte ich ein bisschen zu wenig Platz. Außerdem war die Steuerung noch verkehrt rum. Das heißt, der Roboter hat immer nach rechts anstatt nach links gelenkt. Das habe ich jetzt gefixt. Außerdem habe ich noch neue Reifen aufgezogen, weil die alten haben immer schwarze Striche auf dem Boden gemacht. Deswegen habe ich jetzt so Moosgummireifen besorgt, die hoffentlich keine schwarzen Striche mehr machen. Und natürlich die Steuerung gefixt. Und das Ganze testen wir jetzt in der Hebammenpraxis von meiner Mama. Lenken funktioniert schon mal gut. Obwohl ich da deutlich mehr Platz hatte, habe ich es irgendwie nicht geschafft, auf so eine richtig hohe Geschwindigkeit zu kommen, weil der Roboter extrem durchgedreht hat. Deswegen habe ich schon mal den Saugmechanismus ausprobiert, um mehr Grip zu bekommen. Oh, meine Ohren tun fast schon weh. Ja, also er hat schon deutlich mehr Grip, allerdings irgendwie dreht er immer noch extrem durch. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, das nächsten Test draußen zu machen. Ursprünglich wollte ich es eigentlich vermeiden, mit dem Ding draußen rumzufahren, weil das Chassis einfach keine so hohe Bodenfreiheit hat. Aber ich muss es, glaube ich, eh nochmal neu designen. Deswegen war mir das dann egal. Wenn irgendwer fragt, was wir machen, wir lassen nur unseren Putzroboter fahren. Ja. Keine Kapriolen, Rüdiger. Bitte, bitte, bitte. Oh. Vorsicht. Du hast ja hier auch mehr Grip als jetzt auf einem Parkett oder so, also muss auch mitdenken. Einmal Schadensbetrachtung. Also hier sieht man einen Riss und sonst eigentlich auf den ersten Blick relativ heile. Lass mal gleich mal anstecken und gleich mal testen, ob es noch funktioniert alles. Das hat den Akku rausgejietet. Ja. Mal kurz checken. So. Ja, funktioniert noch. Da soll mal jemand sagen, 3D-Druck ist nicht stabil. Bei den Tests konnte ich schon eine ganz gute Geschwindigkeit erreichen und der Roboter ließ sich auch ganz okay steuern. Allerdings habe ich einen großen Fehler gemerkt. Wir haben immer noch selbst hier draußen viel zu wenig Grip. Selbst bei den, wenn er richtig schnell ist, nicht noch Gas gibt, dreht er nur noch durch. Aber ich glaube, das können wir mit dem Heckradantrieb fixen. Und ich sehe jetzt schon die Klugscheißer-Kommentare, die sagen, warum hast du die Vorderräder angetrieben? Jeder weiß, dass es nicht so viel Traktion hat. Ja. Aber das hatte auch einen Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Und zwar, damit der Roboter besser bremsen kann, als er beschleunigen kann. Weil Bremsen funktioniert richtig gut. Und wenn die vorderen Räder gebremst werden, haben auch beim Bremsen eben viel mehr Traktion als beim Beschleunigen. Deswegen sind bei Autos zum Beispiel die vorderen Bremsscheiben auch immer deutlich größer als die hinten. Allerdings will ich ja auch super schnell beschleunigen. Das heißt, es blieb mir eigentlich nur eine Option übrig. Und zwar, vielleicht müssen wir auch auf Allrad gehen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Aber erstmal kurz eine ganz andere Story. Und zwar kennt ihr das, wenn ihr am Handy oder Tablet einen Magazinartikel seht und dann draufklickt und ihn lesen wollt, dann könnt ihr einfach nur so drei Sätze davon sehen, weil der Rest hinter einer fucking Paywall ist. Mir geht es ständig so. Und ich denke mir immer, ich kann doch nicht von jedem Magazin, was ich spannend finde, ein Abo abschließen, weil es würde mich ja ein Vermögen kosten. Die gute Nachricht ist, das muss ich auch gar nicht, denn genau hier kommt Readly, der Sponsor des heutigen Videos, ins Spiel. Und zwar ist es ein Abo-Service für Zeitschriften und Magazine. Die haben über 7000 verschiedene Magazine im Angebot. Ich zum Beispiel lese ganz gerne die Spektrum der Wissenschaft. Da habe ich erst letztens einen richtig coolen Artikel über die Produktion von Materialien im Weltall gelesen. Generell gibt es bei Readly super viele wissenschaftliche Magazine. Zum Beispiel eins, was ich gerne lese, ist All About Space. Das ist ein englisches Magazin, das sich nur um Raumfahrt und das Weltall dreht. Aber es gibt auch ganz andere Magazine, wie zum Beispiel die Auto, Motor und Sport. Bei Readly, da habe ich gerade in letzter Zeit auch gerne mal wieder reingelesen, da ich die als Kind und Jugendlicher immer super gern gelesen habe und mich gefreut habe, dass ich jetzt auch endlich wieder Zugang dazu habe. Das Coole bei Readly ist, ihr könnt es einen Monat lang für nur 99 Cent testen und es jeden Monat natürlich kündigen. Außerdem könnt ihr es von bis zu 5 verschiedenen Geräten aus nutzen. Das heißt, es können auch Familienmitglieder von euch benutzen. Und ihr könnt selbstverständlich alle Magazine und Artikel auf eure Gerät runterladen. Das heißt, gerade im Zug oder auf Flügen etc. ist es natürlich sehr, sehr praktisch. Ich persönlich finde es mega cool, da ich einfach gerne mal einen Artikel lese, anstatt immer nur ein Video über was anzugucken, weil man sich es dann auch einfach besser merken kann, besser speichern kann. Und ich nehme einfach so ein bisschen besser Wissen auf, weil so ein Video vergisst man auch schneller. Falls es euch da wie mir geht, checkt doch gerne mal den Link in der Videobeschreibung aus, denn dadurch kriegt ihr nicht nur Zugang zu einem richtig nicen Service, sondern unterstützt wie immer natürlich auch meine Projekte. Und jetzt zurück zum Video.
Den Allradantrieb habe ich ziemlich simpel umgesetzt, und zwar habe ich einfach die vordere und die hintere Achse mit einem langen Zahnriemen verbunden. Dafür musste ich nur die Seitenteile, die Motorhalter und ein paar Teile der Karosserie neu gestalten, also quasi den halben Roboter umdesignen. Leider hat der Aufbau dann nicht ganz so reibungslos funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das erste große Problem war, dass einfach eine Seite mehr Reibung hatte als die andere. Eine Seite dreht sich da ein bisschen schneller als die andere. Und das lag dann vor allem daran, dass die Lager nicht richtig eingepresst waren. Das heißt, ich musste das ganze Ding nochmal auseinanderschrauben und die Lager richtig reindrücken, damit die schön laufen. Und dann liefen beide Seiten gleich schnell. Aber da kam schon das nächste Problem auf mich zu, denn ich wollte den Robby hier in München draußen testen, aber weil es die Woche geschneit hat, musste ich mit meinem Fahrrad zu einer neuen Testlocation fahren und ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir auf dem Weg passiert ist. Mir ist beim Radeln einfach von meinem Fahrrad der fucking Sattel abgerissen und ich bin natürlich nach hinten vom Fahrrad runtergeflogen, da ich freihändig gefahren bin. Das lag wahrscheinlich an der Kälte, denn die Schraube, die den befestigt, ist gerissen. Beim Sturz hatte ich den Robby in so einem Jutebeutel umgehängt und habe den natürlich hardcore auf den Boden gesmackt. Ah, da sind schon Teile. Ai. Der Roboter war nach meinem Sturz natürlich etwas im Arsch. Aber ich wollte noch unbedingt den Speedrun machen. Deswegen habe ich den Robby am selben Tag noch repariert und habe mich dann zu Fuß aufgemacht zur neuen Testlocation und bin gefahren, 2 Meter, noch nichts gefilmt und dann zack, fällt mir ein Rad ab. Der hat Reifen verloren! Weil ich halt hier diese Achse wie zu dünn gedruckt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich sag's euch, nach diesem Test war ich wirklich einfach ultra deprimiert. Ich meine, man denkt, man hat irgendwie was erreicht schon und hat schon iteriert und richtig viel rumgebastelt und dann machst du einen Versuch und danach fängst du gefühlt wieder bei Null an, weil wieder alles kaputt ist. Und dann hat er auch noch so Probleme gehabt beim Anfahren wieder, was auch noch doof war. Und ich sag's euch, an diesem Punkt hatte ich einfach keine Motivation mehr. Ich hätte das Ding eigentlich am liebsten einfach ins Eck geschmissen und gesagt, fuck it, ich bin damit fertig. Ich weiß auch nicht, ey, was für eine Scheiße. Aber dann habe ich mich an einen Ratschlag erinnert, den mein Papa mal gegeben hat. Und zwar bei großen Projekten, wenn du gefühlt ganz unten angekommen bist und wirklich gar keinen Bock mehr hast, dann geht es danach meistens bergauf. Also habe ich mich zusammengerafft und die Probleme analysiert, die ich hatte und die dann systematisch gelöst. Zum einen mussten die Achsen stabiler werden. Das habe ich einfach gelöst, indem ich die komplett ohne Infill 3D gedruckt habe. Das heißt, als solides Material. Außerdem habe ich die Schraube ein bisschen anders positioniert, sodass sie mehr durch die Achse geht und es keine Sollbruchstelle mehr gibt. Das zweite Problem, was ich hatte, war, dass die Motoren, die ich verbaut habe, zwar super viel Leistung bei höheren Geschwindigkeiten haben, aber im Stillstand quasi fast keine Kraft haben, um loszufahren. Und das ist halt mega unpraktisch, wenn der Putzroboter später auch in der Wohnung putzen können soll. Und genau deswegen habe ich dann nochmal einen Satz andere Motoren gekauft, die sogenannte sensorgesteuerte Motoren sind. Das heißt, die haben Sensoren, die die Position von der Achse ermitteln und deswegen haben die auch bei geringen Geschwindigkeiten super viel Kraft. Und die habe ich dann eingebaut. Nachdem ich mit den neuen Motoren dann ein bisschen in meinem Zimmer rumgeflitzt bin, war ich mir sicher, dass die neu verbauten Achsen diesmal auch wirklich stabil genug für den Speedrun sind. Deswegen habe ich die alten Motoren wieder eingebaut, denn die sind besser bei hohen Geschwindigkeiten und habe all meine Sachen zusammengepackt und mich auf den Weg zu einer neuen Testlocation gemacht, um dort den ersten Speedtest zu machen, um hoffentlich endlich den Rekord zu holen. Ich bin jetzt in der perfekten Location, hier ist der Putzrobby und ich glaube, hier können wir ihn sausen lassen und haben Ruhe am Sonntag. Hoffentlich. Mal gucken, ob ich hier weggeschmissen werde irgendwann. Und ich würde sagen, ich habe alles dabei, Laptop, Ersatzteile, GPS-Messer. Jetzt sind wir bereit für den ersten Testrun. It's Speedrun time. GPS ist gemountet, alles ist ready. Mit dem Allradantrieb fuhr der Roboter einfach richtig gut und er lag auch ziemlich gut auf der Straße. Allerdings war am Anfang die Lenkung noch ein bisschen zu sensibel eingestellt. Zum Glück aber hatte ich meinen Laptop dabei. Kann es ja auch keinem erzählen, hier einfach am Roboter umprogrammieren, hier auf dem fucking Parkplatz. Nachdem ich dann ein paar Mal entspannt hin und her gecruised bin, war es auch schon Zeit für den ersten Speedrun. Dafür habe ich mir extra so ein GPS-Geschwindigkeitsmesser-Ding besorgt. Beim ersten Speedtest bin ich schon auf solide 40 km/h gekommen. Allerdings war das Ganze noch nicht mal Halbgas, denn der Robby fuhr immer noch nicht super stabil. Und obwohl der Roboter sich immer noch nicht so ganz richtig steuern lassen hat, konnte ich mich einfach nicht mehr zurückhalten und habe zum zweiten Speedrun angesetzt und diesmal wirklich Vollgas gegeben. Oh no. Oh no. Crash. Crash. Oh shit. Oh shit.
Sein einfach ist komplett geschattert. Ach du Scheiße. Hier ist der Heckflügel. Ein Teil vom Heckflügel. Und das ist komplett gebastelt. Wait a minute. Da soll mal jemand sagen, 3D-Druck ist nicht stabil. Ich sage euch, dieser Run war deutlich schneller als der erste. Leider ist das GPS aber beim Crash durch die Luft geflogen, hat sich dabei wahrscheinlich resettet, denn es hat irgendwie so 3 km/h angezeigt, was natürlich nicht sein kann. Trotz Impact sieht es so aus, als ob die Technik noch heile wäre. Das heißt, es ist noch nicht vorbei. Ich habe ein paar richtig coole Ideen, wie ich den Roboter umbauen werde, damit er noch stabiler und schneller wird. Und außerdem müssen wir ja endlich auch mal damit staubsaugen. Diese ganzen Änderungen mache ich aber im nächsten Video und da wird der auch das erste Mal autonom fahren. Das heißt, er kriegt nämlich ein Obstacle Avoidance, dass er so auch nirgends mehr wo dagegen fahren kann. Das sehen wir aber später. Nochmal danke fürs Zuschauen. Ciao.